Guten Tag, liebe Zuschauer, zur September-Ausgabe von mhof 3 hier im offenen Kanal Magdeburg. Folgende Themen haben wir unter anderem für Sie in dieser Sendung. Wir waren bei der Eröffnung des Salbker Wasserturms dabei. Wir blicken auf die jüngste Stadtratssitzung mit dem Schwerpunkt AMO zurück. Und wir haben nochmal beim Schusshebewerk vorbeigeschaut. Das und noch einiges mehr erwartet Sie in der kommenden Dreiviertelstunde. Viel Spaß! Jahrelang haben die Künstler um Volker Kien und der Bürgerverein im Südosten um ihr Wahrzeichen gekämpft. Und es hat sich gelohnt. Aus einem dem Verfall preisgegebenen grauen Entlein ist ein stolzer Schwan geworden. Sozusagen ein Leuchtturm im Südosten der Stadt. Magdeburgs OB Lutz Trümper ließ es sich nicht nehmen, den Salbker Turm persönlich offiziell freizugeben. Er betonte, dass dieses Vorhaben viele Eltern hatte. Ich glaube, ich kann zunächst mal sagen, dass dieses Projekt hier von der großen Mehrheit im Stadtrat gewollt wurde. Dass wir uns damit befassen, dass wir hier Geld reinstecken und dass wir versuchen wollen, daraus was zu machen. Und besonders gewollt ist es von der Bevölkerung hier im Süden der Stadt. Und wer hier im Süden der Stadt durchfährt, das haben wir gerade vor der Woche gemacht, und da war ja in Westerhüsen die offenen Höfe, der sieht, dass hinter der Schönebecker Straße zur Elbe hin und auch zur anderen Seite hin vieles entstanden ist, was man gar nicht kennt. Wo man gut wohnen kann, wo man gut leben kann, wo auch Menschen sich wohlfühlen in dem Stadtteil. Klar ist jedenfalls eins, dass die Südmagdeburger, so will ich es mal sagen, Westerhüsen, Salbke und Fermersleben, sich diesen Turm erkämpft haben. Und mir und vielen anderen jahrelang, sage ich mal, etwas abfällig auf den Geist gegangen sind, einen Film gedreht haben, wie das wieder aussehen könnte und diese Landmarke damit sozusagen auch den Erhalt auf den Weg gebracht haben. Und hier ist eben ein Areal gefunden worden, der Wasserturm, der eine historisch große Bedeutung hatte, war Bahneigentum, war dann später, nachdem die Bahn das nicht mehr brauchte, sogar ein Freibad, konnte hier baden, war eine Badeanstalt, die dann aufgegeben wurde, als der Salbker See zur Badeanstalt gemacht worden ist. Jetzt ist der auch wieder weg. Ich hoffe, es kommt nicht gleich die Idee, wieder eine Badeanstalt hier hinzumachen, das werden wir nicht so einfach organisiert bekommen und auch für den Betrieb, glaube ich, im Moment nicht den ganz großen Bedarf haben. Aber wir haben jetzt es hinbekommen, mit viel Geld auch, ich will euch die Zahl mal sagen, es geht über 2 Millionen, die wir nicht als Stadt alleine aufgebracht haben, die uns der Bund gefördert hat, die uns die EU gefördert über EFRA-Mittel, die das Land gefördert hat und wir haben unser Teil auch dazu gegeben, erstmal die Basis gelegt, dass man hier wieder ein Areal hat und einen Wasserturm hat, den werden Sie gleich hier bewundern können, der sich sehen lassen kann. Auch Oda Schiebelhuber vom Bundesbauministerium lobte ausdrücklich das bürgerschaftliche Engagement. Es ist mir ein großes Vergnügen, an diesem Festakt teilzunehmen. Und es stimmt alles. Wunderbares, spätsommerliches Wetter und Bauwerke, über die man sich nur freuen kann. Sie sehen toll aus, dieser Wasserturm und dieses Pumpenhaus. Wir sind sehr glücklich, dass sie erhalten werden konnten. Und die baukulturelle Qualität, die sich hier zeigt, die macht wirklich Freude. Man kann sich vorstellen, dass dieses Areal, wenn es dann belebt ist, wirklich beiträgt zu einer Belebung des gesamten Stadtteils, dass es ein Identitätszeichen für den Stadtteil werden wird und darüber hinaus wirken wird, denn es ist ein Turm da, von dem man auf die ganze Stadt schauen kann. Ich möchte Sie beglückwünschen. Ich hoffe, dass es gelingt, sehr, sehr viel Leben in dieses Vorhaben zu bringen und vor allen Dingen auch immer wieder die Öffentlichkeit einzubeziehen. Der Herr Oberbürgermeister hat gesagt, die Bürgerinnen und Bürger haben sich das hier erkämpft und ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern dazu gratulieren. Das haben sie gut gemacht. Aber natürlich in gleicher Weise der Stadt und dem Land und allen ausführenden Firmen. Meine Damen und Herren, wenn man sich so etwas anschaut, und vielleicht ist es auch gut, wenn ab und zu mal jemand aus Berlin kommt, hier durch Magdeburg fährt und sagt, seit ich das letzte Mal da war, hat sich wieder so viel zum Guten verändert. Das ist so. Und das hier scheint mir eine sehr, sehr gute Wahl zu sein. Und Sie haben unter vielen Vorhaben, die zur Sanierung anstanden, hier diesen Wasserturm und das Pumpenhaus gewählt. Und ich glaube, Sie haben eine gute Auswahl getroffen, aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe.
Wasserturm und Pumpenhaus stehen jetzt dem Verein H2O Turmpark zur Verfügung, mit dem die Stadt einen Nutzungsvertrag unterschrieben hat. Der Verein hat derzeit 30 Mitglieder und wie Kurt Schmidt erklärte, soll das Areal als Stadtteil Kulturzentrum etabliert werden. Lesungen, Konzerte, Kurse und mehr sollen den Park mit Leben erfüllen. Nach der offiziellen Freigabe bestand erstmals die Möglichkeit, das Innere des Turmes zu erkunden und den beschwerlichen Aufstieg zur Aussichtsplattform in Angriff zu nehmen. Von dort bietet sich ein herrlicher Rundblick über die ganze Stadt, wie die folgenden Bilder beweisen. Stadtteilmanager Marcel Waag zog ein positives Resümee. Nach langem Versuchen, Probieren, Hoffen, Bangen, vollendet, aber noch nicht gänzlich ausgereift. Also es ist schön, dass es so weit gekommen ist, dass es den Turm gibt, dass es der Begeber ist und dass die Euro-Künstler auch sich so viel Mühe geben, um das Puppenhaus im Turm zukünftig zu betreiben. Mhm. Aber es ist noch sehr viel, was sich noch entwickeln werden kann daraus. An Projekten, Veranstaltungen und so weiter. Was ist eigentlich mit dem restlichen Gelände? Man sieht ja, hier sind noch mehr Gebäude drauf. sollen die irgendwann auch mal noch eventuell saniert werden oder mitgenutzt werden oder lasst ihr die komplett außen vor? Das ist ja die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass sich das Gelände noch weiterentwickeln kann. Die Filteranlagen werden noch schön zukünftig. Die Berufsschule wäre auch schön, aber ich denke, dass das Hauptziel, den Wasserturm, das war eigentlich eher eine Rettungsmaßnahme 5 vor 12. Da war wirklich der so marode, dass ihn eigentlich die Frage war, Abriss oder noch retten können. Das war zum Anfang auch gar nicht so klar, ob überhaupt noch gerettet werden kann. Und das war eher das Hauptziel. Und darauf hat man sich jetzt versteift. Und ich hoffe mal, dass sich das so Stück für Stück wachsen kann. Dass die HO-Künstler, alle Vereine, die ja mitmachen, da mitwachsen können und dass es dann auch sich weiterentwickeln kann in dem Maße, dass es auch zu stemmen ist. Also es sind ja auch ehrenamtliche Vereine, weißt du, wie das ja machen. Und das macht jetzt keinen Sinn, den da ein riesen Gelände komplett saniert hinbauen. Die können es nicht bespielen oder bewirtschaften. Von daher ist es eher so eine Entwicklungsgeschichte. Ich hoffe aber noch, dass... Also sozusagen was mehrere kleine Schritte so im Laufe der Jahre. Im Laufe der Jahre, in der Hoffnung, dass ich dann damit mal wachsen kann und dass das auch nachhaltig beständig bleiben kann. Sind sie es oder sind sie es nicht? Das hat sich so mancher Passant gefragt, als die Protagonisten einer bekannten TV-Familie kürzlich im roten Trabi-Kübel die Gegend um den Hasselbachplatz unsicher gemacht und einige bekannte Lokalitäten gestürmt haben. Los ging's in der Sternstraße. Sehen und entscheiden Sie selbst. Kannst du dir was kaufen dafür? Was? Geil. Ja. Willst du dir auch was kaufen hier? Mir klebt schon die Lippe an den Zähnen hier, so trocken ist das durch den Fahrtwind hier. Aber. Frau Greis? Ja? So, gucken Sie mal bei mich, bitte. Ich gucke bei Sie. Sagt man das hier so? Ja, bei dich bei guckst du. Da ist sogar sauber. Ja, denkst du, ich putze. Das haben wir hier Shoptier, ja? Einmal zum Onkel gucken, bitte. Ja, Onkel muss seine Kamera so anmachen. Willst du hier? Ja. Noch ein bisschen, dann wird es schon lang. Besteht das denn schon schlecht? Ich kann ich selber hier, da brauchen wir nicht so was hier. Kann ich schon toll hoch? Komm, mach dich nicht so. Ich schicke entweder mit der Hormone oder? Mach mal. Was ist? Explosiv im Prosecco. Das ist ja unglaublich. Ich will es auch einen. Was möchte auch einen haben? Also, auf Magdeburg. Auf Magdeburg, ja. Mach das nochmal. Auf Magdeburg, ja. Also, ja, wirklich. Schön. Also, guck mal, wie hätte ich immer sitzt, ja. Haben Sie doch die Dinge gekriegt hier, oder? Besser Augenringe als noch keinen Schmuck. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich auch. Ja. Ja. Hallo,
jetzt hier lohnt. Das war ein Einheimischer hier, ja? Das war ein Einheimischer. Einheimischer sind aber nett hier. Ja. Oh, schön. Ja. 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 Schön, Mensch. Also, Mensch. Mensch, der Hut und die Hose. Ja, das kann er mir schmecken. Ja, mach ich mal. Männer gibt es auch. Oh, ah, ja, aber keinen schönen. So, jetzt glaube ich, Moment, jetzt müsste das gleich kommen. Ist das hier nicht schon das Wachskabinett? Können Sie sich hier was kaufen, ja, aber einen Taler. Wollt ihr euch was kaufen hier für einen Taler, einen Schokoladentaler? Lecker, wirklich. Könnt ihr mitnehmen, habt ihr Enkel? Habt ihr Enkel? Wie viele Enkel habt ihr denn? Drei. Das wird teuer hier jetzt. Das nicht, wahr? Soll nicht mehr? Ja, komm hier. Wie viele Enkel hast du? Drei. Auch drei, da bin ich sechs Taler los hier. Zwei Mädchen und ein Mädchen. Zwei Mädchen, die kannst du nehmen für alle. Wir sind geschlechtslos hier, glaube ich. Die sind top. Sind wir alle. Ja. Also noch einen schönen Tag, ja? Ja, Dankeschön. 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 Ja, ihr kennt nichts mit Heli hier. Ich habe das nicht verstanden. Wir machen auch ihre Muschelblatt. Ich habe es nicht verstanden. Das ist für die Eingeborenen hier, glaube ich. Die haben das nötig. Ja. Die sind so behaart, die sind ja noch in der Urgesellschaft hier, ja. Ach, ist und deswegen brauchen die das, ja. Ach, ist ja, ja. Ja, denke ich so. Guck mal, jetzt kommen die, sag mal, habt ihr hier noch den DDR-Markt? Nicht mehr, ne? Oder den, guck mal, ich hab hier möchte so einen Taler haben, da kannst du dir was lecker kaufen hier, ja? Ach, wunderbar. Arbeitest du jetzt? Warst du hier drin? Da arbeitest du nicht? Warte mal, ich hab... Hast du da schon mal drin? Noch ein... Ist das ein Wachsfigurenkabinett oder was ist das hier? Sag mal rein, frag mal nach. Ja, ganz lieb und netter. Ja, ist wahr? Und tut das weh? Tut das weh, sag mal. Das tut weh, das ist wahr? Guck dir mal die Miete an. Soll ich das machen jetzt? Du sollst das machen jetzt. Zieh du mal rein. Ja. Dann zieh ich den Flank, ja? Was wird denn hier? Das ist die Körperenthaarung, ist das. Enthaarung ist das? Oder kann man seine Katze mitbringen und dann ist sie glatt? Nicht die Katze. Nicht die Katze, man selber. Man selber ist glatt. Mein Sicht. Ja, den Bauch. Hier bei Robert. Den muss ich auch. Ist wahr? Das könnte man jetzt hier machen. Kann ich da mit Talern bezahlen? Da kannst du mit Talern bezahlen, ja. Bitte schön. Das ist Schokolade. Habt ihr ja gerade jemanden drin? Kann man da mal gucken? Nee, leider nicht. Ich wollte mal gucken, wie das ist. Da musst du die Rahmen reinschicken. Bitte? Also nicht ganz ohne Schmerzen, ja. Ohne Schmerzen. Nein, aber es ist auszuhalten. Ja, ich stehe ja auf Schnaps, ja. Ich stehe auf Schnaps. Ja, ja, ja. Das ist dein Ding. Ich stehe auf Schnaps. Aber Schmerzen ist dein Ding. Eigentlich ja, ja. Aber ich glaube, das ist nicht so voll. Die Brunnen wird sich bedanken. Ist das der Burner hier, Robert? Leg dich jetzt mal hin, Carmen. Komm, leg dich mal hin. Das geht doch nicht, Robert. Doch, komm. Und dann? Komm, leg dich mal hin. Nur mal Probe liegen. Probe liegen? Ja. Im Wachskabinett? Ja, ist hier eine Kabine, genau. Da foltern wir sozusagen unsere... Ist schön hier. Oh, angenehm. Sag mal, könnt ihr mal das Fenster aufmachen, dass mal hier jemand reinkommt? Großartig. Ich fühle mich sehr wohl hier, Robert. Das ist schön. Du musst da die Hand halten. Bitte? Du musst da die Hand halten. Wenigstens. Komm her, ich halte dir jetzt Robert, die Hand, aber sie ist stark. Ja, so. Soll ich hier einen Streifen abziehen? Oh ja, ja. Streifen. Und ist das mit Heißwachs oder Kaltwachs? Genau, hier ist. Guck mal. Das ist ja der Burner, Robert. Guck doch mal. Das ist für die Achseln und für den intimen Bereich. Und für die Po-Falte übrigens. Ist wahr? Na komm, dann machen wir das. Das ziehen wir gleich durch. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Hast du was gemeint? Ist das so was wie ein Bleaching?
was ankommen. Das müssen wir uns merken. Unbedingt. Das sollte man mal ausmachen. Die Forstvermehrung machen. Soll jetzt. Ja. Mit. Das ist ja klar. Dann müssen wir da. Das muss auf unsere Facebook-Seite. Jawohl. Ja. Dann wollen wir auch. Ja, das ist ja unbedingt. Super. War nicht ganz schmerzfrei, aber es war gut. Ja, es tut ganz schön weh, sag mal. Robert. Ja. So schnell nicht wieder. Nein, aber es reicht erst mal. Das reicht ja erst mal für Wochen. Ja. Aber es tat gut. Auch es auf war eine schön. Weise es war gut. Auch schön, aber ja. Jetzt muss ich was trinken. Ja, oh ja. Ja jetzt hier mal jetzt. Trinken. Ja. Hallo, Frau Geis, gucken Sie doch noch mal. Ja, bitte. Das ist schön. Ihr müsst. Ich muss gar nicht. Ihr seid dabei. So. Wir haben Durst. Jetzt wird getrunken. Jetzt wird getrunken. Na ja, da ist unser Chauffeur. Haben wir extra geschützt? Also, den Chauffeur. Für den Chauffeur. Außen sitzen? Wollen wir mal? Ja, außen? Ja. Wollen wir kommen noch keine Leute. Ja, wo setzen wir uns hin? Schön, meine Tüte nicht, aber. Ja, das ist wichtig. So. Ah. Oh, so. Das ist schön. Ja, guck mal, mit der Klappache hier. Ja. Schön. Ja, aber hier unten ist schön. Das weiß ich nicht, ob das schön ist, aber hier unten ist es schön. Ja. Wollen wir der Gesellschaft auch was zu trinken? Hallo. Guten Tag. Guten Geist. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, ich bin der Robert. Schöne Witze? Ja. Ja, hat er gemacht. Was können Sie denn empfehlen hier so? Ein Gläschen Dom Perignon oder... Habt ihr das hier? Ja, hätte ich ja nicht gedacht. 25? Hätte ich nicht gedacht. Ist das so? Was? Na, oh. Ist es wahr, ja? Für 199 Euro das Glas, heute extra im Angebot. Dann nehmen wir... Cut! Einmal Cut. Für alle. Einmal für alle. Ein Glas für alle, meine ich. Ein. Ja. Ich hab glaube ich, noch hinten irgendwo diese Mallorca-Strohhalme. Also ich Mallorca-Strohhalme, finde ich, jetzt hat man auch schon ab. Das hat was, ja. Das hat ich was. Ich nehme ein Bier mit so einem Strohhalm, ja. So, ich nehme auch ein Bier mit so einem Strohhalm. Ja, und was für die Gesellschaft. Und für die Gesellschaft auch, was die Gesellschaft möchte. Trinken will, ja. Ingo, was willst du trinken als Fahrer? Bier wieder. Was ich trinken möchte? Nee, eine Cola reicht. Bitte? Eine Cola. Eine Cola. Fahren kann man nicht trinken. Ich nehme auch eine Cola. Ich nehme auch eine Cola. Ja, der Blick da hat was Blick für sich. Wunderbar. Ja. Großartig. Schon wohl. Ja, Rom, ja. Kann man trinken. Ja, ja. Kann man trinken. 13,70. Hier im Osten, die brauchen 80. Geld hier. 80. Entwicklungshilfe. 90. Soli-Zuschlag. 90. 13,95. 14. 14. 15! Ah, 15 und Taler! 15 und 15! Na, dann holst du den Taler und ich gebe 15 hier. Wirklich 15? 15 und die Mütze. Na, die Mütze kriegst du nicht. Die Mütze reicht. Wir haben auch keine Strohhalme gekriegt. Also ja, nicht. Also, komm, machst du 15 jetzt, ja. Ja. Aber nicht alles auf einmal verbraten hier. Ja. Das sind 1,40 Trinkgeld. Ja, Robert. Das hebe ich mir für die Brautschuhe auf. Ja? Bitte, halt für die Brautschuhe. Ja, Zeit klopft, wa? Gehst du weg, ja? Hier im Osten hat man noch ideale Robert. Vielen Dank. Viel Glück bei der Suche. Ist schon jemand im Gespräch? Nein, aber ich brauche schon mal für die Schuhe. Ah, die Schuhe sind gut, ja. Man kann nicht früh genug anfangen. Schuhe sind wichtig, Kind. Ja. Ganz wichtig.
kann man gar nicht genug Schuhe haben. Musst du gut drin laufen können. Okay, statt der Mütze nehme ich auch die Stiefel. Was? Na, die Stiefel. Nicht. Kind, das wissen. Nein. Sind mir hier kaputt gegangen. Guck mal, die sind schon kaputt. Nein. Was mit Belüftung? Ja. Neues ist das hier. Vielen Dank. Viel Glück beim Suchen, ja. Ja. Das dauert nicht. Hat er vielleicht Interesse? Oh. Ja. Doch, er ist. Ja. Zu empfehlen. Komm her. Noch ein schönes Leben hier, ja? Robert muss jetzt was essen. Ja. Das was ist das hier? Curry 54. Ja, wir versuchen mal sein Ekelhaus. Curry ist gesund? Ja. Robert. Wahrscheinlich. Ich hab da noch. Nein. Das ist doch Steine. Hallo. Die Geisens. Jürgen Dach. Englisch. Hast du dich erkannt, oder was? Sag mal, kann man hier was essen? Kann man was essen bei euch hier? Eigentlich. Es ist ja Uhrzeit, der Robert hat Hunger. Ja, dann rein. Jürgen Dach, hübsch warm bei euch, was? Das sieht aber gut aus hier, Robert. Ja. Hallo, Champagner. Bitte? Mit Champagner auf. Ja, aber, ja. Hallo. Aber das Lesen, seid euch mächtig? Ja. Schön hier. Wir haben sonst jemanden hier ans Vorliegen. Das ist die Kohle, das ist die Kohle. Wenn ich schon mit unterhalten, dann ist es ja. Also, mir würde ja ein Bierchen reichen, ja, ehrlich. Robert, mach hier. Hast du nicht genug? Aber Robert, ein kleines oder ein großes? Und vor allem mit Biergroßes. Mit Strohhemd. Ja. Die Queen aus Wien? Was? Die Queen aus Wien? Prosecco reicht auch, oder? Ja, ist in Ordnung. 7-2. Carina, welchen Mann meinst du? Welchen von meinen zwei Männern meinst du? Das ist miteinander so trocken jetzt, ja? Das ist ein bisschen feucht. Ja. Das ist so trocken hier, ja? Ja. Das ist. Oh, das ist ja ein Kameramann. Bärmisch, ey. Danke. Kick mal, ob du noch Besteck findest. Das ist das Spiel. Ganz langsam. Hätte ich bald das Spießchen mitgefressen, ne? Noch eine Schraube. Was? Das ist ein Problem. Ach, in der jüngsten Stadtratssitzung ging es hoch her. Das größte Reizthema war diesmal, neben anderen wichtigen Entscheidungen, das AMO Kultur- und Kongresshaus. In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag, an dem das AMO nicht Thema in der Presse war. Klar, dass auch wir das Thema aufgreifen. Knapp 5.600 Unterschriften sammelten die Unterstützer des AMOs gegen den drohenden Abriss und übergaben sie am Tage der jüngsten Stadtratssitzung an die Vorsitzende Beate Wippenhorst. Der Anfang einer kontroversen Diskussion, die nicht immer nur mit der feinen Klinge geführt wurde. Nein, da wurde auch schon mal gepoltert, genau wie im Vorfeld und im Übrigen auch danach. Denn genau genommen ist das Problem längst noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Denn jetzt sind Konzepte und Lösungen gefragt. Doch der Reihe nach. Was hat der Stadtrat nun eigentlich entschieden? In namentlicher Abstimmung votierten 24 Stadträte aus SPD und CDU
dafür und 25 Stadträte, Linke, Tierschutz, Grüne, FDP und Future jedoch gegen eine Herauslösung des AMUs aus der städtischen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft zum 31.12.2014. So gesehen bleibt vorerst alles, wie es ist. Mit großer Mehrheit bei 3 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen sprach sich der Stadtrat zudem auf Antrag von Future für den Erhalt des denkmalgeschützten AMUs und gegen Abrisspläne aus. Und gemäß einem Antrag der SPD-Fraktion wurde die Verwaltung angewiesen, eine Marktabfrage im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens durchzuführen, um einen geeigneten privaten Betreiber für das Haus zu finden. Wie zu erfahren war, soll schon in den nächsten Tagen eine entsprechende Ausschreibung erfolgen. Wie sehen die Initiatoren der Unterschriftenaktion nun dieses Ergebnis? Also ich denke mal, es war auf jeden Fall richtig, denn ich habe die meisten positiven Meinungen, wir hatten ja, man muss ja sagen, in 3 Wochen 5.399 Unterschriften, davon waren knappe 1.000 digital. Aber da muss man wirklich sagen, dass die Menschen das ganz doll getragen haben. Und ich denke mal, wenn wir diesen Protest dort nicht kundgemacht hätten, wäre es anders ausgegangen. Denn die Abstimmung war wirklich ein Krimi. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und da denke ich mal, dass wir haben ja eigentlich dann auch erreicht, was wir wollten, dass es eben nicht abgesplittet wird, dass es erstmal bleibt. Aber durch den Zusatzbeschluss, der ja von der SPD noch gekommen ist, dass man eine Interessenbekundung da durchführt, wird es jetzt, so viel ich jetzt gehört habe, doch ausgeschrieben. Und das ist das, was wir wollten, denn es ist leider so, dass das Haus langsam kaputt geht. Ich habe schon hinten ein Loch im Zaun gesehen und hier sind auch schon Stühle kaputt und es muss sich einer kümmern. Ja, also ich denke mal auf jeden Fall, und die Magdeburger, die haben gesagt, wenn wir es gewusst hätten, wir hätten noch tausende Unterschriften geben können. Also der Abriss war schon vom Tisch, aber wir dürfen nicht vergessen, dass man es vorhatte, in einer nicht öffentlichen Drucksache, in einer Sommerzeit, wo fast keiner da war, die Stadträte waren ja auch alle noch im Urlaub, das war ganz gekonnt gemacht. Und ich denke mal, dadurch sind sie auch hellwach geworden, was ich natürlich zurzeit ganz schlimm finde, dass es so in einigen freien Trägern Bemerkungen gibt, wenn sie das AMU erhalten, dann machen sie Moritzhof zu und sowas habe ich schon gehört, das ist doch Quatsch. Und ich meine, das ist ein Haus mit Tradition und nun muss es neu belebt werden. Es muss einfach neu über Marketing nachgedacht werden und ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das muss eben hier, wer hierher kommt, der muss immer das Gefühl haben, das ist was ganz Besonderes. Wäre der Betreiber des Fichte ein geeigneter Partner? Ja, ich denke schon, denn wer so mit Interesse hinter seinem Haus steht, da wie in der Fichte, denke ich mal, wär nicht schlecht. Ich würde mich freuen, aber ich kann nichts zu sagen, weil ich nichts drüber weiß. Du kannst doch nicht entscheiden. Nein, das will ich auch gar nicht. Das hätte ich auch gar nicht so hingekriegt, wenn ich jetzt noch irgendwo angebunden gewesen wäre. Das war für mich schon wichtig, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe. Große Hoffnung setzt Petra Schubert auch auf den neuen Geschäftsführer der MVGM. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was die Stadträte für eine Entscheidung treffen. Man weiß ja immer, ob es parteipolitisch erfolgt, fachspezifisch in wenigsten Fällen. Es wäre schlimm. Also hier müsste wirklich mal jemand her, der fachlich was versteht. Denn die anderen Häuser bedarfen ja auch noch Marketingunterstützung. Wäre es nicht gut, wenn Vereine und Arbeitsgemeinschaften in das Haus zurückkehrten? Also ich weiß ja nicht, ob mich jemand fragt für die Konzeption nachher für dieses Haus. Ich stelle meine Mithilfe gern zur Verfügung. Ich könnte es mir vorstellen, es gibt ja auch unwahrscheinliche Vereine, die tanzen. Stepptanz, Gesellschaftstanz, dass man das so verknüpft. Ja. Es muss auch jemand sein, der Interesse dafür hat. Es sind ja wohl bloß noch 2 Vereine hier. Und dass das neu belebt wird, da muss man gucken. Aber ich denke mal, das kommt mir eigentlich nicht zu. Ich würde mich freuen, wenn man gefragt wird, da könnte man sich einbringen. Also ich muss dazu sagen, dass ich mich eigentlich noch mal ganz, ganz doll bei den Magdeburgern bedanken möchte für ihre Bereitschaft. Ja, also das hat mich richtig getragen und es war teilweise rührend, was sich da abgespielt hat. Die Geschichten, ich habe schon gesagt, vielleicht machen wir noch mal ein Buch oder einen Film oder was.
über die Geschichten dieser Leute, was sie hier erlebt haben. Also ja. Es ist unwahrscheinlich. Und was mich auch unheimlich bewegt hat, dass sich der Baumeister gemeldet hat, mit dem hatte ich ja schon zum 50-jährigen Bestehen Kontakt. Und der hat uns ja auch nochmal bestätigt, was das für ein stabiler Bau ist. Ja? Was ich schlimm finde, dass es teilweise schlecht geredet wird, dass es heißt, hier wäre Wasser drin, hier laufen Wasserpumpen und alles solche Sachen. Aber ich denke mal, jeder, der hierher kommt, der kann sich selber überzeugen und die Zukunft wird zeigen. Auch die Gegenwart zeigte es. Am Tage des Interviews fand nämlich vor vollem Hause das 35. Konzert der Reihe Musik am Nachmittag statt, die von einer internationalen Stiftung getragen wird. Im Übrigen freut sich auch der Betreiber des griechischen Restaurants, dass es mit dem Amo erstmal weitergeht. Seine Gäste bleiben ihm sicher treu. Schnell noch die restlichen Stadtratsbeschlüsse in Kurzform. Nach dem Hochwasserschock soll die Strombrückenverlängerung nun doch keine Pfeilerbrücke werden. Stattdessen soll eine Pylonenbrücke gebaut werden. Das Dach der Hyperschale soll für 1,8 Millionen Euro saniert werden, außerdem die alten Messehallen abgerissen werden, um so hoffentlich besser einen Investor finden zu können. Die Trasse der Neubaustrecke der Straßenbahn ins Neustädter Feld soll nun ab dem Damaschkeplatz westlich des Magdeburger Rings verlaufen. Giselher Quast und Stefan Bischoff übergaben dem Stadtrat mehr als 15.500 Unterschriften gegen die Fällung der Linden auf dem Domplatz. Die bleiben nun erstmal noch wenigstens ein Jahr stehen, entschied der OB trotz gegenteiligem Stadtratsbeschluss. Die Kulturwerkstatt in Gommern hat uns wieder einmal zu einem Besuch eingeladen. Dort stellen gegenwärtig zwei Künstler aus unserer Region aus, die eigentlich ganz unterschiedlich sind. Und doch passen beide gut zusammen. Skulpturen und Kalligrafie. Eine durchaus interessante Mischung. Unter dem Titel Kalligrafie trifft Skulptur stellen gegenwärtig in der kleinen Galerie der Kulturwerkstatt in Gommern die beiden Künstler Mareike Ortmeier aus Magdeburg und Klaus Thiede aus Dodendorf aus. Klaus Thiede, Jahrgang 1939, war bis 1975 als Steinmetz und Bildhauer an der Dombauhütte in Magdeburg tätig, bevor er sich als freischaffender Künstler niederließ. Seit 1974 beteiligt er sich an Ausstellungen. Seine erste Personalausstellung hatte er 1983. Mareike Ortmeier stammt aus Bad Pyrmont und wuchs in München auf. Die studierte Kommunikationsdesignerin lebt seit 2009 in Magdeburg. Ihre erste Ausstellung datiert von 2002. Schon zur Vernissage, die jetzt einige Wochen zurückliegt, gab es ein reges Interesse an der neuen Ausstellung. Rund 65 Besucher hatten sich eingefunden, zumal Mareike Ortmeier auch gleich ein paar Kostproben ihrer Arbeit vorführte. Wie kommen aber solch unterschiedliche Künstler zusammen? Wir hatten das Glück, uns über die Kulturwerkstatt Gommern, eben über die Organisatorin Frau Schäffler kennenzulernen und haben uns dann außerhalb erstmal beschnuppert und hat aber gleich sofort gepasst. Und ich habe die Arbeiten von Herrn Thiede gesehen und habe gleich gesehen, dass das ganz schön zusammenpasst. Herr Thiede musste ein bisschen ins kalte Wasser springen, aber ich denke, das hat auch so gepasst. Ich war auch überzeugt, dass das wunderbar werden kann. Und nun bin ich auch zufrieden, dass es so geworden ist. Es geht mir darum, festes Material zu bearbeiten. Ja? Kalkstein, Marmor, das ist, kann auch Holz sein, das kann weiches oder hartes Holz sein. Hier ist eine Arbeit aus Eiche, das klingt gerade nicht für den Schnitzer freundlich, aber es reizt mich einfach, festes Material umzusetzen. Früher habe ich größere Auftragsarbeiten gemacht und das dauert manchmal Wochen, Monate lang, bis eine Auftragsarbeit fertig wurde, dann hat es mich immer gedrängt, dass, bevor der nächste Auftrag sein wird, muss ich erstmal für mich eine Kleinplastik machen. In Stein habe ich die dann gemacht. Also ich habe Kommunikationsdesign an der FH Augsburg studiert
und bin jetzt aber seit 4 Jahren in Magdeburg ansässig und wohnhaft und selbstständig als Grafikerin tätig. Und das war so, dass ich damals während dem Studium viel Schriftkunde hatte und mindestens 10 Schriften selber per Hand schreiben lernen musste. Und wir dort aber auch sehr experimentell gearbeitet hatten. Also dem Professoren dort war sehr wichtig, dass man eben auch handwerklich als Grafiker arbeiten kann. Und ich habe dann auch in meiner Diplomarbeit mich mit Kalligrafie beschäftigt. Und mein Titel damals der Diplomarbeit war Rhythmus und Reihung, eine ornamentale Auseinandersetzung. Und da ging es eben auch darum, aus Schrift ein Ornament zu entwickeln. Und dann ist es eben nicht so, wie jeder erwartet bei der Kalligrafie, dass man einen festen Text hat, der schön umgesetzt ist und dass man den dann lesen kann, sondern es geht vielmehr eben um die Form, die Ästhetik, das Malerische, was sich dabei ergibt. Also das Hauptziel ist nicht mehr, dass man den Text lesen kann. Der Hintergrund sind schon immer Texte oder Gedanken oder Gefühle oder Gedichte oder mal ein Buchausschnitt oder ein Textabschnitt, den man schreibt. Und der wird dann aber verfremdet oder erweitert, je nachdem, wie man es sieht. Ja, da haben wir da hinten eine Kleinplastik, das dicke Huhn. Ja, das empfinden die Leute als interessant einfach. Wahrscheinlich so ein bisschen als kleinen Gag, ne? Ja, vielleicht. Ja, es ist eine Übertreibung eigentlich des Ereignisses, dass es ein dickes Huhn gibt, ja, oder dass man vom dicken Huhn spricht. Ab Oktober startet von mir an der Volkshochschule ein Kalligrafiekurs zum 16.10. jetzt, also wer da Interesse an hat, jetzt noch anmelden. Und es ergeben sich immer wieder Projekte und wer dann Näheres erfahren will, ist auf www.ornamentalekalligrafie.de alle Termine. Die Ausstellung Kalligrafie trifft Skulptur läuft noch bis zum 18. Oktober 2013 in der Kulturwerkstatt Gommern. Die Wiedereröffnung des Schiffshebewerks in Rothensee ist nun schon wieder einige Wochen her. Wir waren vor ein paar Tagen noch einmal vor Ort, um zu sehen, wie sich die Resonanz in den ersten Wochen des Betriebs entwickelt hat. Außerdem wollten wir ein kleines Resümee des 7 Jahre währenden Kampfes um seine Rettung ziehen. Die wichtigsten Punkte in den letzten 7 Jahren war zweifelsohne das Engagement des Vereins zur Rettung technischer Denkmäler, die sich ja sehr bald sehr stark auf das Schiffshebewerk konzentriert haben, auf die Wiedereröffnung und die Rettung des Schiffshebewerks. Dieser Verein hat die ganzen Jahre über das gute Gewissen wach gehalten und war immer Mahner und Antreiber zugleich, hat die Bevölkerung mobilisiert. Das zeigte sich ganz besonders an dieser Unterschriftenaktion, wo über 50.000 Unterschriften nach Berlin gebracht werden konnten ins Ministerium. Das zeigt sich natürlich auch an der Hilfe in der letzten Zeit. Aber alles wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die Bevölkerung selber überzeugt gewesen wäre, dass dieses Schiffshebewerk erhaltenswert ist, dass es ein Zeichen, ein Symbol für Magdeburg ist, für die Ingenieurbaukunst, für die Technikgeschichte, für die Industriegeschichte dieser Stadt, für den Erfindergeist, für das, was Magdeburgs Wirtschaftsgeschichte ausmacht. Die Bevölkerung stand immer hinter diesem Projekt, nicht nur die 50.000, die damals unterschrieben haben, sondern weitaus mehr. Und das hat uns letztendlich auch als Wirtschaftsdezernat, als Stadtverwaltung insgesamt beflügelt. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Elemente. In negativer Hinsicht muss ich natürlich verzeichnen, dass so die Fachleute der Wasserschifffahrtsverwaltung im Ministerium lange Jahre sehr stur waren und nichts anderes im Sinn hatten, als einen vom Bundesrechnungshof diktierten Stilllegungsbeschluss umzusetzen, kaum bereit waren, Alternativberechnungen zuzulassen und andere Wege zu gehen. Gott sei Dank konnte dieser Widerstand mit Hilfe vieler auch ehemaliger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier und auch, das darf man schon auch sagen, mit
Hilfe eines sehr vertrauensvollen Verhältnisses und einer Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und der Direktion hier vor Ort überwunden werden. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, auch während der Instandsetzung als solches, vor Inbetriebnahme des Hebewerkes, war hier reges Interesse. Wir haben viele Touristen, die ja irgendwo vorbeigekommen sind, die sich erkundigt haben, wann es dann endlich losging. Und mit Inbetriebnahme, mit der Bewegung, auch mit den Bewegungsfahrten, die im Vorfeld schon gelaufen sind, wurde natürlich das Interesse größer. Die Sportboote selber fragten regelmäßig an, wann sie dann endlich durchkommen können. Und der schlussendliche Termin war ja der 24.8. Und seitdem haben wir auch neben der Weißen Flotte natürlich reges Interesse, A, bei muskelbetriebenen Sportbooten als auch bei Yachten, Motorbooten und auch Ausflugsdampfern, die angemietet bzw. dann auch gechartert werden können. Und haben Sie auch mal so mit den Schiffsführern mal so sprechen können oder vielleicht auch mit den Fahrgästen von der Weißen Flotte? Wie ist da so die Stimmung? Ja, also die Stimmung ist durchweg positiv. Man ist begeistert, dass man so ein technisches Denkmal wieder zum Leben erweckt hat. Und freut sich hier zu sein, freut sich auch die Bewegungen hier wieder mitzubekommen. Kommt gerne wieder. Wir haben etliche Vereine im Umland, die, man kann sagen, mit einem Bootskorso teilweise hier durchfahren und sich natürlich das Ganze am Anfang und am Ende der Saison auch gerne angucken und zusätzlich dann auch im Rahmen von Familienausfahrten hier immer wieder gerne vorbeikommen und selber dann die große Acht fahren. Die kompletten Interviews können Sie demnächst auf dem Facebook-Account des offenen Kanals und in der Mediathek sehen. Bei den MVB tut sich dieser Tage eine Menge. Wir waren mal mit dem Fotoapparat an den Brennpunkten des Verkehrs- und Nichtverkehrsgeschehens unterwegs und haben dazu die passenden Informationen. An einen reibungslosen Straßenbahnbetrieb ist auch mehrere Monate nach dem verheerenden Juni-Hochwasser in Magdeburg nicht zu denken. Andererseits wurden in den vergangenen Wochen mehrere Projekte in Angriff genommen, um das Unternehmen auf zukunftssichere Füße zu stellen. Die wesentlichen sichtbaren Schäden des Hochwassers sind zwar beseitigt, aber nach wie vor sind die Strecken zum Barleber See und zum Herrenkrug nicht in Betrieb. Der Streckenabschnitt Messegelände Breitscheidstraße wurde bis zum 20. August zum Abstellen von T6-Zügen und von NGT sowie Fußballeinsatzzügen genutzt. Der Rest in Richtung Herrenkrug wächst so langsam zu. Ab Anfang August wurde begonnen, die gröbsten Gleisschäden auf dem August-Bebel-Damm zwischen Korbwerder und Depot Nord zu beseitigen, um den Betriebshof ab Ende August wenigstens behelfsmäßig nutzen zu können. Ein Befahren des genannten Abschnitts im Personenverkehr ist weiter nicht absehbar. Dazu sind noch umfangreiche Untersuchungen notwendig. Möglich sind lediglich Rangierfahrten mit geringer Geschwindigkeit. Die Linie 10 verkehrt daher nur zwischen Sudenburg und Neue Neustadt. Von dort verkehren Busse im Schienenersatzverkehr bis zum Barleber See. Am 19. August wurde der provisorische Werkstattbetrieb in Nord aufgenommen. Drei Werkstattgleise und etwa zwei Drittel der Abstellfläche können vorerst genutzt werden, wobei die hintere Umfahrung gesperrt bleibt. Die im Europaring abgestellten Linienfahrzeuge wurden seit dem 19. August nach und nach nach Nord gefahren, sodass seit 2. September auch wieder ein regulärer Betrieb der Linie 5 möglich ist. Am 15. August wurden die neu errichteten Haltestellen am Domplatz in Betrieb genommen. Ebenfalls am 16. September wurde mit dem Rückbau des Ausweichgleises im Rebenweg, das ist die Blockumfahrung zwischen Schleife Leipziger Chaussee, begonnen. Daher und wegen der Gleisneubau- und Fahrleitungsarbeiten in der Otto-von-Guericke-Straße zwischen Danz- und Hasselbach-Straße, Kosten 5,5 Millionen Euro, verkehrt die Linie 3 nur vom Olmstädter Platz über den breiten Weg, aber dafür ganztags bis Reform. Die Arbeiten im Rehmweg und in der Otto-von-Guericke-Straße sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Für den Bauabschnitt 2 Wiener Straße der zweiten Nord-Süd-Verbindung erfolgte am 11. September der symbolische erste Spatenstich, immer begleitet von den Protesten einer Bürgerinitiative, die diese Strecke verhindern will. In einem wochenlangen Katz-und-Maus-Spiel wurden immer wieder Plakate angebracht und wieder entfernt. Das war unsere September-Sendung. Verabschieden möchten wir uns mit zwei oder drei Bildern von der Wiedereröffnung der Hubbrücke zum Stadtpark. Es geht voran in Magdeburg. Wir freuen uns mit über das große bürgerschaftliche Engagement.
Es steht uns gut zu Gesicht. Wir sehen uns wieder am 28. Oktober. Bis dahin alles Gute und tschüss.